Hallo und herzlich willkommen zur 11. Vorlesung der Physik 1 für Studierende der Chemie und Biologie. Mein Name ist Jan Lipfert, ich bin Professor für experimentelle Biophysik an der LMU in München. Heute wollen wir uns mit Thermodynamik und statistischer Physik beschäftigen. Dabei geht es vor allem um Prozesse, wo Temperatur, Wärme und Wärmeenergie wichtige Rollen spielen. Und allgemein geht es dabei um Systeme, die sehr viele Teilchen haben. Unser Standardverfahren, uns ein Teilchen rauszugreifen, zu schauen, welche Kräfte wirken, Bewegungsgleichungen aufzustellen und diese Bewegungsgleichungen zu lösen, sind für solche Systeme mit zum Beispiel 10 hoch 23 Teilchen nicht mehr besonders sinnvoll oder nicht mehr besonders praktikabel. Wir brauchen deshalb eine neue Art der Beschreibung, eine statistische Beschreibung solcher Systeme. Thermodynamik und statistische Physik sind Gegenstand aktueller Forschung, haben durchaus große, wichtige philosophische Implikationen und auch enorm viele technische Anwendungen. Wir könnten leicht eine zweisemestrige Vorlesung damit füllen. Hier wollen wir wirklich nur die Highlights, die Höhepunkte und die wichtigsten Prinzipien anschauen. Kommen wir gleich erstmal zu einer Begriffsklärung. Thermodynamik betrachtet Stoffe als Kontinuum und beschreibt sie mit makroskopischen Zustandsgrößen. Einige davon kennen wir schon, zum Beispiel den Druck und das Volumen. Und hier und heute wird vor allem die Temperatur, groß T, eine wichtige Rolle spielen. Die Thermodynamik hat sich letztlich aus der Praxis, aus der Theorie von Wärmekraftmaschinen entwickelt. Und ein echter Meilenstein war diese Dampfmaschine von James Watt. Die Dampfmaschine hat eigentlich die industrielle Revolution erst möglich gemacht. Nun wirkt so eine Dampfmaschine auf uns heute etwas antiquiert, aber auch unsere aktuelle Gesellschaft und unsere aktuelle Volkswirtschaft benutzt thermodynamische Prinzipien und letztlich thermodynamische Maschinen, um im ganz großen Stil Energie, zum Beispiel zum Heizen, zum Beispiel als elektrische Energie oder zur Bewegung als Verbrennungsmotor bereitzustellen. Eine zur Thermodynamik komplementäre Sichtweise hat sich im 19. und im 20. Jahrhundert entwickelt, die sogenannte statistische Mechanik. Die Herangehensweise ist hier etwas anders. Statt das Kontinuum zu betrachten und diese Zustandsgrößen zu benutzen, geht man hier von einer mikroskopischen Betrachtung aus. Man geht also von den einzelnen Teilchen aus und beschreibt sie mit statistischen Methoden. So ein ganz einfaches Beispiel, wie man sich sowas konzeptuell vorstellen kann, wie man nämlich ein Gas in einem Kolben zum Beispiel mikroskopisch betrachten kann, wenn wir hier in einem sehr einfachen Demonstrationsexperiment kennenlernen. Thermische Energie ist letztlich einfach die Energie der ungeordneten Molekülbewegung. Und da haben wir hier ein ganz schönes Modell. Da sind hier kleine Kügelchen und darunter so eine Rüttelplatte. Diese Kügelchen sind immer noch zu groß, um direkt die thermische Bewegung zu sehen. Und deshalb simulieren wir jetzt hier die thermische Bewegung, indem wir sie von unten durchschütteln. Und in unserem ersten Experiment werden wir einfach mal sehen, wie unterschiedlich hoch die Kügelchen fliegen bei unterschiedlichen Temperaturen, die hier sozusagen durch unterschiedlich starkes Schütteln generiert werden. Fangen wir mal an und schauen uns das an. Das ist also jetzt erstmal die niedrige Temperatur. Und jetzt werde ich gleich nochmal die Temperatur erhöhen. Hier zoomen wir jetzt noch einmal in dieses Gasmodell hinein. Zunächst bei hoher Temperatur und dann auch bei niedriger Temperatur. Jetzt haben wir von Dampfmaschinen und Gasen in Kolben geredet, klassisch technischen Anwendungen. Aber gerade auch in der Biologie und Biochemie ist statistische Physik extrem wichtig. Auf der Skala von Molekülen und Mikroorganismen ist zum einen Reibung extrem wichtig, Stokesche Reibung, laminare Reibung. Auf der anderen Seite sind thermische Bewegung, Stöße mit dem Medium extrem relevant. Dean Estumium hat das so zusammengefasst. Er sagt letztlich über Mikroorganismen, dass sie sich verhalten, als würden sie swimming in molasses, walking in a hurricane. Was meint er damit? Zum einen schwimmen sie in Sirup, in Molasse. Sie haben also eine sehr große Reibung um sich herum. Gleichzeitig ist es so, als würden sie in einem Wirbelsturm laufen, weil sie ständig umhergeworfen werden, und zwar durch thermische Bewegung, sogenannte Brownsche Bewegung. Hier habe ich erstmal eine Computersimulation. Stellen wir uns vor, wir haben irgendwie ein mikroskopisches Objekt, in dem Fall diese blaue Kugel.
Das Lösungsmittel, also zum Beispiel Wasser, stößt ständig, die Teile des Lösungsmittels stoßen ständig gegen diese blaue Kugel und werfen sie wild umher. Sie macht also eine Zufallsbewegung, eine brownsche Bewegung. Das ist hier eine Computersimulation, aber man kann das auch tatsächlich physikalisch beobachten, indem man zum Beispiel kleine Latexkügelchen einfach in wässrige Lösung tut und im Mikroskop schaut. Und da sieht man auch hier, die machen solche unregelmäßigen Bewegungen, scheinen niemals stillzustehen. Zuerst entdeckt hat diese Bewegung dieser Herr hier rechts, der Robert Brown. Seine brownsche Molekularbewegung hat er zunächst entdeckt, als er Pollen in Wasser sich angeschaut hat. Er war nämlich Botaniker. Zunächst dachte er, das sei also irgendwie eine lebendige Bewegung. Es wäre also irgendwie zum Beispiel wie schwimmende Spermien oder so etwas. Dann hat er aber diese Experimente wiederholt mit Sachen, von denen er sehr sicher war, dass sie tot sind. Zum Beispiel hat er Steine zerrieben. Der Legende nach hat er am Ende sogar sich Mumienteile besorgt und zerrieben, um sozusagen ganz sicher zu sein, dass das tot ist. Und er hat trotzdem immer wieder diese gleiche Bewegung entdeckt. Wie wir heute wissen, hat das also nichts damit zu tun, dass diese Sporen oder Mumienteile leben, sondern das ist einfach eine Konsequenz der thermischen Bewegung. Natürlich gibt es auch aktive Bewegungen in der Molekularbiologie. Und wir haben zum Beispiel hier schon diese schwimmenden Bakterien kennengelernt. Das sind hier E. coli-Bakterien, die fluoreszierend angefärbt sind. Und die schwimmen aktiv. Nichtsdestotrotz schwimmen sie in einer Umgebung, die eben eine sehr große Reibung hat und der ständig eben diese thermischen Bewegungen eine große Rolle spielen. Auch das können wir uns mit einigen einfachen Experimenten noch veranschaulichen. Zunächst so ein ganz einfaches Modell für eine Molekularbewegung. Das sind hier so Pucks auf einem Rütteltisch. Und dann haben wir tatsächlich nochmal die Brownsche Molekularbewegung visualisiert, eben auch wieder mit einem Mikroskop hier nochmal etwas im Detail. Hier sehen wir einen Rütteltisch, sozusagen als Modell für eine ungeordnete Brownsche Bewegung. Und hier auf diesem Rütteltisch sind so Pucks, die können relativ frei laufen, stoßen dann aber immer wieder zusammen. Und diese Stöße simulieren letztlich den Effekt von anderen Teilchen in der Lösung oder auch in einem Gas, die dann zu so einer Zufallsbewegung führen. In diesem Versuch zur Brownschen Bewegung pipettieren wir kleine Latexkügelchen hier auf einen Mikroskopobjektträger. Dann kommt hier gleich so ein kleines Deckgläschen da drauf. Auf dieses Mikroskopdeckgläschen noch ein Tropfen Öl, Mikroskopöl. Und jetzt können wir das Objektiv da dran bringen und gleich sehen wir den Blick durchs Objektiv. Und da erkennen wir dann schon die Kügelchen, die sich bewegen. Und wenn wir reinzoomen, sehen wir die Brownsche Bewegung. Ich habe jetzt schon mehrfach Temperatur und Wärme gesagt. Da wird es Zeit für eine Definition. Wärme ist also ungeordnete Molekülbewegung. Wärmeenergie ist die kinetische Energie dieser Bewegung. Und Temperatur ist ein lineares Maß für den Mittelwert der kinetischen Energie der ungeordneten Molekülbewegung. Temperatur ist also ein Maß für die kinetische Energie dieser ungerichteten Bewegung. Eine höhere Temperatur bedeutet mehr Bewegung. Jetzt haben wir Temperatur erwähnt, jetzt wollen wir sie natürlich irgendwie auch messen. Und dazu brauchen wir zunächst den sogenannten nullten Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass wenn sich zwei Körper im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten befinden, dann stehen sie auch untereinander im thermischen Gleichgewicht. Sie haben also in diesem Fall die gleiche Temperatur. Die Aussage des nullten Hauptsatzes ermöglicht es mir, Thermometer zu konstruieren. Ich kann also ein System haben, mein Thermometer. Ich bringe das zunächst in einer Kalibrationsmessung mit einem bekannten thermodynamischen System ins Gleichgewicht. Und dann kann ich es benutzen, um es mit anderen Systemen ins Gleichgewicht zu bringen und somit ihre Temperatur zu messen. Eine sehr griffige Formulierung des nullten Hauptsatzes ist daher auch einfach zu sagen, es gibt ein oder mehrere auch Thermometer. Um jetzt ein Thermometer konstruieren zu können, brauche ich irgendwelche Eigenschaften, die von der Temperatur abhängen. Zum Beispiel Leitfähigkeit, das kommt im nächsten Semester, oder Volumen, Länge, Farbe und so weiter.
Einfache Thermometer, die Sie sicherlich auch schon alle kennen, benutzen vor allem Längen- oder Volumenänderungen. Und die wollen wir uns jetzt zunächst erstmal anschauen. Stellen wir uns also vor, wir haben hier zum Beispiel irgendwie einen Metallstab einer gewissen Länge. Das soll also hier die Länge L sein. Und er soll zunächst bei einer Temperatur T tief sein. Jetzt erhöhe ich die Temperatur auf eine neue Temperatur, die höher sein soll. Dann werde ich hier allgemein eine Längenänderung kriegen. Also hier habe ich jetzt T hoch und hier habe ich jetzt eine Längenänderung Delta L. Und das kann ich mir mikroskopisch so erklären. In meinem Festkörper sitzen also hier irgendwelche Atome oder Moleküle auf Gitterplätzen und die schwingen auf diesen Gitterplätzen hin und her. Die sind fest, die können da also nicht weg, aber sie können sich eben thermisch bewegen. Und wenn ich die Temperatur erhöhe, dann bewegen sie sich etwas mehr und dadurch dehnt sich der Festkörper aus. Und das kann ich mir also jetzt so definieren, dass ich sage, okay, ich teile mir die Längenänderung durch die Länge. Und für viele Materialien, zumindest über einen gewissen Temperaturbereich, finde ich eine lineare Abhängigkeit hier zur Temperaturänderung. Und zwar also Delta T soll hier einfach T hoch minus T tief sein und Alpha ist der sogenannte thermische Längenausdehnungskoeffizient. Also Alpha ist der thermische Längenausdehnungskoeffizient. Ich habe Ihnen hier schon mal einige Werte für diese Längenausdehnungskoeffizienten Alpha mitgebracht. Für viele Festkörper sind sie im Bereich von 10 hoch minus 6. Schauen wir uns das Ganze aber erstmal in einem kleinen Video an, wo ich also tatsächlich verschiedene Metallstäbe habe, die erwärmt werden. In diesem Experiment untersuchen wir, wie sich verschiedene Materialien beim Erwärmen ausdehnen. Dies ist der Aufbau des Experiments. Es besteht aus 4 Rohren, die jeweils 1 Meter lang sind, aber aus verschiedenen Materialien angefertigt wurden. Eisen, Kupfer, Stahl und Glas. Am Ende der Rohre befindet sich jeweils ein Dilatometer, an dem die Ausdehnung abgelesen werden kann. In diesem Gefäß bringen wir Wasser zum Kochen. Der heiße Wasserdampf wird durch die verschiedenen Rohre geleitet, die sich dadurch erhitzen und ausdehnen. Wir beginnen unser Experiment mit dem Eisenrohr. Vor dem Erwärmen hatte es eine Temperatur von 24,5 Grad Celsius. Jetzt leiten wir den Wasserdampf hindurch und sehen, dass es sich ausdehnt. Nach der Expansion beträgt die Temperatur 98 Grad Celsius und wir können am Zeiger ablesen, dass es um 0,9 mm länger wurde. Jetzt wiederholen wir das Experiment mit dem Kupferrohr. Das Kupferrohr ist um 1,25 mm länger geworden. Als nächstes untersuchen wir das Stahlrohr. Das Stahlrohr wurde um 1,7 mm länger. Und als letztes beobachten wir das Glasrohr. Es hat sich nur um 0,05 mm ausgedehnt. Wir hatten gesehen, diese Werte für Alpha sind so im Bereich 10 hoch minus 6 pro Grad Celsius. Das ist relativ klein, allerdings ist 1 Grad Celsius jetzt auch nur eine relativ geringe Temperaturänderung. Häufig hat man also Temperaturänderungen über 10 oder vielleicht sogar 100 Grad Celsius.
Und dann können diese Längenausdehnungen durchaus signifikant werden. Und insbesondere können sie große Kräfte verursachen. Und auch da haben wir ein ganz beeindruckendes Video. In diesem Experiment nehmen wir diesen gusseisernen Bolzen und spannen ihn hier mit einem großen Metallstab ein. Dieser Metallstab könnte zum Beispiel ein Modell für eine Eisenbahnschiene oder eine Brücke sein. Diesen Metallstab werden wir jetzt stark erhitzen über diese Brenner her. Die Flamme sieht man nicht so gut, aber die ist so bläulich und macht jetzt also hier diesen zentralen Metallstab sehr heiß. Und dabei dehnt er sich aus. Und immer wenn sich der Metallstab etwas ausgedehnt hat, kann er hier über diese Stellvorrichtung, über diese Straube wieder festgezogen werden. Und man sieht, geht wieder etwas locker und dann nach weiteren 3 Minuten in diesem Fall heizen, wird hier also nochmal nachgezogen. Und das geht jetzt erstmal noch ein Stückchen so weiter, bis dieser Metallstab wirklich richtig heiß ist. Nachdem jetzt ein letztes Mal nachgezogen wurde, wird der Brenner ausgeschaltet und jetzt fängt sich dieser große Metallstab an abzukühlen und wir werden nun schauen, was mit dem Bolzen passiert. Was ich hier auch machen kann, ich kann 2 verschiedene Materialien mit verschiedenen Längenausdehnungskoeffizienten Alpha verbinden. Dann bekomme ich, wenn das also beides Metalle sind, einen sogenannten Bimetallstreifen. Und wenn ich den jetzt einer Temperaturänderung unterziehe, dann bekomme ich also so eine Verformung, also eine Verbiegung, wie hier in dieser Skizze gezeigt. Und auch das wollen wir uns kurz im Video angucken. In diesem Experiment haben wir nicht nur einfach einen Bimetallstreifen, sondern der Streifen wurde hier zu einer Spirale, einer sogenannten Bimetallspirale aufgewickelt. Und die wird jetzt wieder stark geheizt hier mit so einem Bunsenbrenner. Wir sehen ganz klar, es gibt eine Auslenkung, es gibt also eine Verformung durch diese Temperaturänderung und die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der 2 Metalle. So funktioniert übrigens ein alter Heizungsthermostat. Auch da ist so eine Bimetallspirale und dann gibt es einen Kontakt, den Sie einstellen und die Spirale misst sich die Temperatur. Und jetzt hier wird aufgehört zu heizen und im Zeitraffer sieht man, die Spirale kühlt sich wieder ab und dieser Zeiger geht langsam wieder in seine Ausgangslage zurück. Das war jetzt der Fall einer Längenänderung mit der Temperatur und eine ganz ähnliche Änderung kann fürs Volumen auftreten. Und hier kann man sich ganz analog definieren. Eine Volumenänderung geteilt durch das Volumen ist gleich ein Koeffizient mal der Temperaturänderung. Und Beta ist jetzt hier der sogenannte thermische Volumenausdehnungskoeffizient. Und hier habe ich Ihnen auch einige Werte für Beta mitgebracht, vor allem für Flüssigkeiten. Und wir sehen also, die liegen so im Bereich von 10 hoch minus 3 pro Grad Celsius. Die sind also etwas größer, aber immer noch relativ klein. Also die relativen Volumenänderungen sind immer noch überschaubar. Nichtsdestotrotz lassen Sie sich sehr gut benutzen, um Temperaturen zu messen. Und Sie kennen sicherlich alle Flüssigkeitsthermometer, die zum Beispiel mit Ethanol oder früher auch mit Quecksilber gefüllt sind. Schauen wir uns dazu ein kurzes Video an. Hier haben wir ein Flüssigkeitsthermometer, wie Sie es sicherlich alle kennen. Es besteht aus 2 Steigröhrchen, links mit Wasser, rechts mit Alkohol, mit Ethanol gefüllt. Unten sind jeweils Vorratsgefäße, also das sind diese großen runden Glaskugeln. Die sind voll mit Wasser und voll mit Alkohol. Und jetzt wird hier Wasser zum Kochen gebracht, um das Ganze zu erhitzen. Es ist zunächst bei Raumtemperatur. Und jetzt gießen wir hier kochendes Wasser unten in diese große Schale, sodass diese beiden Vorratsgefäße jeweils von kochendem Wasser umschlossen sind, also ungefähr auf 100 Grad Celsius erwärmt werden. Und wir sehen, dass sich sowohl Wasser als auch Ethanol ausdehnt und hier in den Steigröhrchen hochsteigt,
Und wir sehen auch ganz klar, dass der Volumenausdehnungskoeffizient für Alkohol größer ist als für Wasser. Da steigt nämlich hier das Fluid höher im rechten Röhrchen. Eine Sache, die uns beim Blick in die Tabelle noch auffällt, ist, dass der Wert für Beta für Wasser um die 0 Grad negativ ist. Das bedeutet also, Wasser bei 0 Grad dehnt sich aus, wenn man die Temperatur senkt. Und dieses Verhalten nennt man auch die sogenannte Anomalie des Wassers. Und Sie wissen wahrscheinlich schon alle, Wasser hat tatsächlich bei 4 Grad Celsius seine größte Dichte. Und das bedeutet also, Wasser oberhalb von 4 Grad Celsius verhält sich in Anführungsstrichen normal. Es dehnt sich also aus, wenn man die Temperatur erhöht. Unterhalb von 4 Grad Celsius gibt es aber dieses anomale Verhalten, dass Wasser sich tatsächlich ausdehnt, wenn man die Temperatur senkt. Jetzt haben wir also ein Thermometer zur Hand und idealerweise würden wir es nicht mit Wasser füllen, sondern vielleicht besser mit Alkohol oder Quecksilber. Und jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie eine Temperaturskala. Und eine berühmte Temperaturskala, die Sie sicherlich alle kennen, geht auf den Herrn hier zurück, auf Anders Celsius. Und zwar allgemein braucht man für eine Temperaturskala mindestens 2 Referenzpunkte und eine Unterteilung in Untereinheiten. Und Sie wissen sicherlich alle, Celsius nutzte kochendes Wasser und Eiswasser als Referenzpunkte für seine Skala. Und allgemein kann man dann sagen, die Temperatur in Grad Celsius ist gegeben durch irgendeine Eigenschaft L von einer gewissen Temperatur minus L bei der Temperatur 0 Grad Celsius, geteilt durch den Unterschied L, wie gesagt, bei 100 Grad Celsius minus L bei 0 Grad. Ups. Und L ist also hier irgendeine Eigenschaft, die sich linear mit der Temperatur ändert. Also zum Beispiel die Flüssigkeitssäule in so einem Flüssigkeitsthermometer oder die Längenänderung von etwas oder die Leitfähigkeit und so weiter. Eine kleine Anekdote dazu. Celsius arbeitete in Uppsala in Schweden und er hatte tatsächlich zwar die geniale Idee, kochendes Wasser und Eiswasser zu benutzen und 100 gleiche Teile dazwischen zu definieren. Er hatte allerdings das Eiswasser als 100 und das kochende Wasser als 0. Und es war denn die Idee seines Nachfolgers oder seines Kollegen Carl von Linné, das umzudrehen. Also diese Skala, die wir jetzt als Celsius-Skala bezeichnen, wo das Eiswasser natürlich 0 ist und das kochende Wasser 100, diese Definition geht dann eigentlich auf Carl von Linné zurück. Und wenn Ihnen der Name Carl von Linné bekannt vorkommt, dann liegt das wahrscheinlich nicht an der Celsius-Skala, sondern daran, dass das der gleiche Carl von Linné ist, der die binäre Nomenklatur in der Taxonomie eingeführt hat. Er war also Biologe und hat da eigentlich seine wichtigsten Beiträge geleistet. Sie kennen alle wahrscheinlich auch noch eine andere Temperaturskala, und zwar die sogenannte Fahrenheit-Skala. Die Fahrenheit-Skala ist insbesondere im angelsächsischen Raum sehr verbreitet. Ich habe selber lange in den USA gelebt, da sind eigentlich Temperaturen sehr häufig in Fahrenheit angegeben. Nun würde man vielleicht denken, dass Fahrenheit irgendwie Engländer oder Amerikaner war. Tatsächlich war aber Deutscher, der in den jetzigen Niederlanden gearbeitet hat. Und er hat sich folgende Temperaturskala überlegt. Und er hat das tatsächlich vor Anders Celsius gemacht. Also die Fahrenheit-Skala war sozusagen zuerst. Er hat sich folgende Referenzpunkte überlegt, nämlich zum einen für 0 Grad Fahrenheit eine Salzlake-Eis- und Wassermischung, die also sehr kalt ist, die kälter ist als der normale Gefrierpunkt von Wasser. Eiswasser, also das, was 0 Grad Celsius entspricht, sind dann 32 Fahrenheit. Und sein anderer Referenzpunkt war die Körpertemperatur eines gesunden Menschen. Und zwar hat er den auf 96 Grad Fahrenheit gelegt. Jetzt kann man sich fragen, wie kommt er auf diese Definitionen? Zum einen ist diese Idee, diese Salzlake-Eis-Wasser-Mischung zu nehmen, an sich keine schlechte. Und zwar ist er davon ausgegangen, dass das in etwa der Temperatur in der kältesten Winternacht
in den Niederlanden entspricht. Und also 0 Grad Fahrenheit ist auch ziemlich kalt. Und im Grunde wollte er damit negative Temperaturen vermeiden. Er hat einfach gedacht, wenn ich die kälteste Temperatur in der kältesten Nacht nehme und die 0 nenne, dann sind alle Temperaturen, die man üblicherweise hat, positiv. Was er damals natürlich noch nicht hatte, sind irgendwelche Kältemaschinen, Kühlschränke. Und es gibt natürlich auch andere Gegenden als die Niederlande, wo es deutlich kälter werden kann. Und eine andere Sache, die Sie sich vielleicht wundern, warum hat er 96 Grad für sozusagen seine obere Marke genommen und nicht 100? Und das können Sie sich auch leicht überlegen, wenn Sie händisch so ein Thermometer einteilen, ist es natürlich praktisch, wenn man immer halbiert. Und da ist 96 wesentlich praktischer als 100, denn bei 100, da können Sie also 50, 25, aber die nächste Halbierung ist dann schon 12,5 und bei 96 haben Sie mehr Teile. Die Umrechnung sieht dann folgendermaßen aus: Wenn Sie also eine Temperatur in Fahrenheit haben und bei Celsius rauskommen wollen, müssen Sie 32 abziehen und mal 5 Neuntel rechnen. Und andersrum, wenn Sie eine Temperatur in Celsius haben, dann müssen Sie mal 9 Fünftel nehmen und dann 32 addieren und dann bekommen Sie die Temperatur in Grad Fahrenheit. Sie kennen sicherlich alle auch noch eine weitere Skala, die sogenannte Kelvin-Skala, die diese Idee, negative Temperaturen zu vermeiden, denn sozusagen weiter und auf die Spitze treibt, da kommen wir gleich hin. Wir müssen aber erst noch ein anderes Konzept einführen, nämlich das sogenannte ideale Gas. Ein ideales Gas ist also eine gewissermaßen physikalische Idealisierung eines echten Gases. Und zwar ein solches ideales Gas soll aus Atomen oder Molekülen bestehen, die punktförmig sind. Das sind also letztlich wieder unsere Punktmassen, die wir schon sehr häufig gesehen haben im Semester. Und diese Punktmassen sollen sich kräftefrei in einem Volumen bewegen, dabei einen Druck P und eine Temperatur T haben und nur durch Stöße wechselwirken. Mit anderen Worten, diese idealen Gasmoleküle fliegen sozusagen durch die Gegend, wechseln wirken nicht, es sei denn, sie stoßen mit einem anderen Gasmolekül oder mit der Wand des Gefäßes zusammen. Für ein solches ideales Gas gibt es eine Zustandsgleichung, und die lautet hier, ich habe sie Ihnen einfach angegeben, P mal V, also Druck mal Volumen, ist gleich N, das ist die Anzahl der Teilchen, mal K Boltzmann, das ist eine Konstante, die sogenannte Boltzmann-Konstante, mal T, die Temperatur. Wir können das noch so ein bisschen umschreiben. Wir können das auch schreiben, wenn wir die Gesamtanzahl der Teilchen N, können wir schreiben als so ein N Tilde mal NA. Und hier soll jetzt Na die sogenannte Avogadro-Konstante sein. Avogadro-Konstante. Und die ist gleich 6,22 mal 10 hoch 23 pro Mol. Das bedeutet also, ein Mol-Teilchen sind 6 mal 10 hoch 23 Teilchen. Und wenn ich dieses N tilde, es soll hier die Anzahl der Mole sein. Und mit dieser Definition kann ich mir diese Zustandsgleichung jetzt umschreiben als P mal V N tilde R und T. Und T ist wieder die Temperatur und R ist jetzt also hier die Avogadro-Konstante mal die Boltzmann-Konstante. Und diese Kombination kann man also erstmal numerisch auswerten. Das ist 8,314 Joule pro Mol und Kelvin. Und das nennt man auch die sogenannte Gaskonstante. Oder ideale Gaskonstante auch. Gut. Dieses ideale Gas können wir uns erstmal in einem kleinen Modell wieder anschauen. Schauen Sie sich das Video an. Diese stoßenden Kügelchen sind auch ein gutes Modell für das sogenannte ideale Gas. Im idealen Gas wird Druck erzeugt, indem die Gasatome oder Moleküle mit der Wand des Gefäßes stoßen. Und das können wir hier simulieren. Jetzt ist dieser Stempel hier lose. Wir werden gleich sehen, dass bei unterschiedlichen Temperaturen, wieder simuliert durch unterschiedliches Rütteln hier von unten, unterschiedliche Drücke entstehen und dieser Stempel unterschiedlich weit hochgedrückt wird. Schauen wir es uns an. Gehen wir zunächst zu einer geringen Temperatur. Wir sehen, der Stempel wird hochgedrückt, aber zunächst nur ein kleines bisschen und jetzt werden wir die Temperatur noch erhöhen.
dieses ideale Gasgesetz oder diese Zustandsgleichung des idealen Gases fasst mehrere Beobachtungen, die historisch gesehen unabhängig zunächst voneinander waren, letztlich zusammen. Im Grunde müssen wir uns also nur dieses ideale Gasgesetz merken. Historisch gesehen gab es aber verschiedene Varianten. Und zwar die erste davon, die schon im 17. Jahrhundert entdeckt wurde, ist der Fall, wenn man also hier die Temperatur konstant hält, dann weiß ich, also das folgt dann direkt aus dieser Zustandsgleichung, dass der Druck umgekehrt proportional zum Volumen ist. Das wurde unabhängig voneinander von Robert Boyle und Edmund Mariotte entdeckt und wird in der Regel auch als Boyle-Mariottesches Gesetz bezeichnet. Alternativ dazu kann ich mir den Fall anschauen, dass der Druck konstant ist. Und wenn ich den Druck konstant halte, dann ist das Volumen proportional zur Temperatur. Und diese Beziehung nennt sich auch Charles' Gesetz oder auch Gesetz von Gay-Lussac, wobei Gay-Lussac sind nicht zwei Personen, sondern das ist ein Herr, der Joseph Gay-Lussac. Und zu guter Letzt kann ich mir den Fall betrachten, dass ich das Volumen konstant halte. Und dann ist der Druck proportional zur Temperatur. Und das hat zunächst dieser Mann hier unten rechts, Guillaume Amonton, entdeckt. Man nennt es deshalb auch das Gesetz von Amonton. Manchmal bezeichnet man auch diesen Zusammenhang auch nach Gay-Lussac. Und mit diesem Gesetz von Amonton, Gesetz von Gay-Lussac, wie Sie so wollen, kann man jetzt auch eine Temperaturmessung realisieren, und zwar mit einem sogenannten Gasthermometer. Ja, also wenn der Druck proportional zur Temperatur ist und ich ein Gas habe, das ich in gewisser Näherung als ideales Gas nähern kann, dann kann ich also über eine Druckmessung letztlich Temperatur messen. Der Aufbau ist also schematisch hier gezeigt. Hier drin, in so einem Kolben, soll ein Gas sein mit einem Volumen, was ungefähr konstant sein soll. Und hier ist also irgendwie ein Bad einer gewissen Temperatur T. Und hier kann ich hier zum Beispiel über ein U-Rohr einen Druck messen. Ja, also hier habe ich eine Höhenänderung und hieraus kann ich dann letztlich den Gasdruck bestimmen als Funktion der Temperatur. Normalerweise machen wir dieses Experiment auch in der Vorlesung. Allerdings dauert es furchtbar lange, da eben Sachen erst immer ins thermodynamische Gleichgewicht kommen müssen. Deshalb habe ich jetzt hier Ihnen einfach Fotos mitgebracht und sozusagen das Experiment im Schnelldurchlauf als Bildermontage vorbereitet. Also hier soll wiederum ein Kolben sein. Hier drin ist also ein Gas. Und hier unten sehen Sie, habe ich also so ein Torricelli-Barometer. Hier steht also eine Schale mit so einer lila Flüssigkeit und die ist nach oben offen und hier messe ich den Druck. Ja, also hier habe ich also ein gewisses Niveau und das entspricht einem Druck. Und hier ist das zunächst bei Zimmertemperatur, das sind meinetwegen ungefähr 20 Grad Celsius. Im nächsten Bild sehe ich hier, dass ich meinen Gaskolben in Eiswasser eingetaucht habe. Hier ist also Eiswasser. Und hier ist also jetzt die Temperatur ungefähr 0 Grad Celsius. Und hier ist also jetzt der Druck offensichtlich gesunken. Denn also der Stand dieser Wassersäule ist höher und das bedeutet natürlich, dass der Druck im Gas oberhalb dieser Wassersäule offensichtlich niedriger ist als in dem Fall bei ungefähr Zimmertemperatur, also 20 Grad Celsius. Und hier im letzten Bild habe ich hier kochendes Wasser. Und hier habe ich also ungefähr 100 Grad Celsius. Und hier ist jetzt offensichtlich der Druck im Gas höher. Und das bedeutet also, dass diese lila Flüssigkeitssäule niedriger ist, weil, wie gesagt, das Gas steht ja oberhalb dieser Flüssigkeitssäule und drückt sie jetzt nach unten mit diesem höheren Druck. Das wollen wir jetzt quantitativ auswerten. Und ich habe Ihnen einige Messwerte mitgebracht aus tatsächlich einer Messung, die wir mal in der Vorlesung gemacht haben. Und ich gebe Ihnen jetzt hier erstmal die Messwerte. Und zwar ist das zum einen kochendes Wasser. Und wir haben hier ehrlich gesagt so ein bisschen genauer nachgemessen. Also kochendes Wasser ist ungefähr 100. Ganz genau war die Temperatur hier
98,4 Grad Celsius. Und der Druck, den hatten wir auch gemessen, der war 981 Hektopascal. Die Tatsache, dass die Temperatur nicht ganz 100 Grad ist für kochendes Wasser, können wir gut verstehen. Diese Messung war nämlich hier im Hörsaal in München. Und München befindet sich nicht auf Meeresniveau, sondern befindet sich auf gut 500 Meter oberhalb des Meeresspiegels. Und da erwartet man eine etwas niedrigere Siedetemperatur, nämlich ungefähr 98,5 Grad. Die nächste Messung war dann für Eiswasser. Und auch hier waren wir nicht ganz genau bei 0, sondern hatten 0,4 Grad Celsius gemessen und einen Druck, der 726 Hektopascal war. So, jetzt wollen wir folgende Überlegung anstellen. Wir wollen uns ein Diagramm anschauen, wo wir den Druck gegen die Temperatur auftragen wollen. Und wir haben hier so zwei Messpunkte. Wir haben hier einmal eine Druckmessung bei 0 Grad Celsius. Und wir haben eine Druckmessung bei ungefähr 100 Grad Celsius. Aus dem idealen Gasgesetz würde man ja ein lineares Verhalten erwarten. Und was passiert jetzt, wenn ich hier eine lineare Funktion durchlege, also eine Gerade, das soll eine Gerade sein, dann gibt es hier irgendwie einen Punkt, wo der Druck 0 wird. Ja, also wo ich die X-Achse schneide. Und jetzt kann ich mir ausrechnen, wann denn dieser Punkt sein wird. Und zwar kann ich mir also überlegen, wenn der Druck linear ist in der Temperatur, dann sieht das also irgendwie so aus. Der Druck ist A mal T, A soll also hier irgendwie der lineare Koeffizient sein, die Steigung. Und dann gibt es noch einen Y-Achsenabschnitt, weil bei also 0 Temperatur, bei 0 Grad Celsius, gibt es ja einen gewissen Druck. Und also A ist hier die Steigung, das ist also irgendwie ein Delta P geteilt durch Delta T. Und jetzt kann ich mich fragen, wann wird der Druck 0? Ich will also P 0 haben und das wird der Fall sein bei, wenn also eben diese Gleichung gleich 0 ist. Mit anderen Worten, die Temperatur, die dem Druck gleich 0 entspricht, ist gegeben durch minus P 0 durch diese Steigung A. Und da kann ich jetzt hier mal Werte einsetzen. Da bekomme ich 726 Hektopascal. Bekomme hier die Temperaturdifferenz. 0,4 Grad Celsius. Und muss teilen durch die Druckdifferenz. 981 minus 726. Das sind wieder Hektopascal. Und wenn ich das alles hier ausrechne und in den Taschenrechner eingebe, dann bekomme ich hier minus 279 Grad Celsius. Und wie gesagt, das war wirklich eine reale Messung in der Vorlesung. Und was wir also hier bestimmt haben, ist letztlich die Temperatur, bei der ich erwarten würde, dass der Druck 0 wird. Und wenn man das genauer macht, und diese Überlegungen gehen dann auf diesen Herrn zurück, William Thomson, genannt Baron Kelvin. Dann kann ich den sogenannten absoluten Nullpunkt bestimmen. Das ist also der Punkt, bei dem der Druck eines idealen Gases null wird. Das ist auch der Punkt, wo überhaupt alle thermische Bewegung erlischt. Und wir haben den hier einigermaßen genau, aber eben nicht ganz genau bestimmt mit dieser einfachen Messung. Die Definition des absoluten Nullpunktes ist jetzt minus 273,15 Grad Celsius. Und das definiert uns auch die Kelvin-Skala. Also dieser absolute Nullpunkt, 0 Kelvin, entspricht minus 273,15 Grad Celsius. Und die Inkremente, also 1 Kelvin, entspricht genau 1 Grad Celsius. Die Inkremente der Kelvin- und Celsius-Skala sind also gleich. Sozusagen die ganze Skala ist nur verschoben, sodass eben der absolute Nullpunkt bei minus 273,15 Celsius liegt. Gut, wohlgemerkt, man sagt immer Kelvin und ich habe mich eben versprochen, man sagt immer Grad Celsius, aber nicht Grad Kelvin, sondern einfach Kelvin. Wir haben das ideale Gas jetzt sozusagen makroskopisch betrachtet, über diese Zustandsgrößen und jetzt wollen wir es mikroskopisch betrachten. Wie gesagt, unsere Vorstellung ist hier vom Gas. Das hatten wir schon in diesem Modell gesehen, dass dort kleine Teilchen durch die Gegend sausen und ab und zu auch natürlich mit der Wand des Gefäßes stoßen. Und das generiert uns dann letztlich den Druck.
Und die mittlere kinetische Energie eines Gasteilchens ist gegeben durch ein halb mv², wobei das hier also die mittlere quadratische Energie ist. Das ist letztlich unsere alte, bekannte kinetische Energiedefinition. Und man kann zeigen, dass für ein ideales Gas diese mittlere kinetische Energie genau 3/2 kT ist. Ja? Das gilt also für ein Gasteilchen, also Atom oder Molekül. Und wenn ich jetzt das ganze Gas betrachte, habe ich die mittlere kinetische Energie des Gases. Und zwar eben des idealen Gases. Und dann muss ich einfach die Energie jedes einzelnen Teilchens multiplizieren mit der Anzahl der Teilchen, bekomme also eine kinetische Energie, wie gesagt, wieder im Mittel, die ist gegeben dann durch 3/2 mal N mal K-Boltzmann T. Und N ist, wie gesagt, die Anzahl der Moleküle. Und das kann ich auch wieder schreiben mit der Anzahl der Mole, dieser N-Tilde, und der idealen Gaskonstante RT, oder also der idealen Gaskonstante R mal die Temperatur T. Jetzt kann ich mich fragen, wenn ich mir ein solches Atom oder Molekül rausgreife, wie schnell ist das denn? Und also mit anderen Worten, gehen wir zum Beispiel, fragen wir uns das über Luft. Wie schnell ist also ein Luftmolekül? Luft ist in ganz guter Näherung ein ideales Gas. Gehen wir davon aus, dass wir zum Beispiel bei einer Temperatur von 300 Kelvin sind. Das ist so eine typische Zimmertemperatur, ein bisschen wärmer als vielleicht hier im Zimmer. Und gehen wir davon aus, dass Luft im Wesentlichen aus Stickstoff besteht, also N2. Und N2 hat eine Molekularmasse, die nennen wir mal M-Mol, von 28 Gramm pro Mol. Ja, und jetzt kann ich mich fragen, wie schnell ist denn so ein Stickstoffmolekül? Und hier habe ich eine Beziehung der Geschwindigkeit. Ich könnte mir das also zum Beispiel jetzt so überlegen, dass ich sage, ich nehme diese mittlere quadratische Geschwindigkeit. Nun will ich eine Geschwindigkeit, nehmen wir also mal die Wurzel daraus. Das nennt sich dann übrigens auch die sogenannte Root Mean Square Geschwindigkeit. Und da kann ich einfach die Gleichung da oben umstellen. Da sehe ich, das ist dann gegeben durch 3 K-Boltzmann T durch die Masse M. Und zwar ist hier das jetzt die Masse eines Moleküls. Und jetzt kann ich das Ganze für molare Größen, mache ich nochmal eine etwas schönere Wurzel, kann ich mir das Ganze für molare Größen überlegen. Da bekomme ich 3 RT geteilt durch diese molare Masse. Und auch hier muss ich eine Wurzel nehmen. Jetzt kann ich hier Werte einsetzen. Da habe ich 3 mal R, das ist 8,314 Joule pro Mol pro Kelvin, mal 300 mal 300 Kelvin geteilt durch diese Masse. Das muss ich noch in SI-Einheiten umrechnen. Und jetzt hieraus die Wurzel nehmen und da komme ich ungefähr auf 517 Meter pro Sekunde. Ja, also mehrere hundert Meter pro Sekunde. Das ist also die mittlere quadratische Geschwindigkeit eines Stickstoffmoleküls bei 300 Kelvin in der Näherung. Und wie gesagt, das ist eine gute Näherung in diesem Fall, dass es sich hier um ein ideales Gas handelt. Das ist jetzt die Betrachtung eines einzelnen Moleküls und wie gesagt sozusagen deren mittleren Geschwindigkeit. Jetzt kann ich mich aber fragen, haben diese Moleküle alle diese Geschwindigkeit? Und die Antwort ist nein. Es gibt hier eine Geschwindigkeitsverteilung und diese Verteilung nennt sich auch die sogenannte Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Die geht auf diese beiden Herren hier zurück, James Clerk Maxwell und Ludwig Boltzmann. Und die sieht folgendermaßen aus. Ist gar nicht so schwer herzuleiten, aber wir wollen hier die Herleitung nicht zeigen, sondern wir wollen sozusagen über die Verteilung kurz diskutieren. Es gibt hier zum einen Term, der geht wie V². Ja, das ist also dieser Term hier. Und da sehe ich also hier für kleine Werte der Geschwindigkeit, da dominiert mir dieser V² Term, also insbesondere wenn die Geschwindigkeit 0 ist, da
dann ist auch diese Wahrscheinlichkeit null, also die Geschwindigkeit null kommt sozusagen nicht vor. Und das steigt dann also erstmal mit V quadratisch an. Aber irgendwann gibt es dann hier hinten diesen exponentiellen Term und der spielt dann hier hinten eine wichtige Rolle. Und hier hinten steht dann letztlich e hoch minus 1/2 mv Quadrat geteilt durch K-Boltzmann t. Ja, also für große V, damit auch große V Quadrat, dominiert denn dieser e hoch minus V Quadrat Term. Und führt dazu, dass also diese Verteilung dann wieder abfällt. Und es gibt also hier hinten so einen langen Schwanz der Verteilung, wo es durchaus auch Teilchen gibt, die sehr schnell sind, aber die fällt eben sehr stark ab. Es gibt also nur sehr wenige Teilchen, die sehr schnell sind. Also mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit für ein sehr schnelles Teilchen ist dann gering. Man sieht, dass die Wahrscheinlichkeit sich verändert, wenn ich die Temperatur erhöhe. Und wie gesagt, in dieser e hoch minus 1/2 mv Quadrat steht im Nenner die Temperatur T. Für größere T muss man also sozusagen zu höheren V gehen, um die gleiche Wahrscheinlichkeit zu bekommen. Mit anderen Worten, also bei höheren Temperaturen gibt es häufiger auch mal ein sehr schnelles Teilchen. Und das ist also hier schematisch gezeigt für Stickstoff, also für N2, die Verteilung für drei verschiedene Temperaturen. Man sieht, die ganze Verteilung schiebt sich nach rechts. Und insbesondere dieser Schwanz bei hohen Geschwindigkeiten hat also eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn ich die Temperatur erhöhe. Was ich auch sehe, ist, dass hier in diesem e hoch 1/2 mv Quadrat die Masse auftaucht. Wenn ich also schwere Atome, Moleküle habe, dann sind die tendenziell langsamer. Und dazu haben wir auch eine einfache, kurze Simulation. Hier haben wir wieder diesen Rütteltisch, den wir schon ganz am Anfang als ein Modell für so eine Zufallsbewegung kennengelernt haben. Und hier haben wir ein großes, also ein schweres, massereiches Teilchen kreiert, indem wir vier von diesen Pups zusammengebunden haben. Das ist dieses große weiße Objekt. Wir sehen, es bewegt sich deutlich langsamer. Zu guter Letzt können wir tatsächlich diese Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung mit unserem einfachen Modell visualisieren. Schauen Sie mal ins Video. Anhand dieses Modells mit diesen Plastikkügelchen und der Schüttelplatte können wir auch die Geschwindigkeitsverteilung von Teilchen simulieren oder visualisieren. Und zwar können wir gleich hier wieder diese Rüttelplatte anschalten und wir können hier einen Schieber öffnen, sodass Teilchen hier rausfliegen können. Und je schneller sie sind, desto weiter fliegen sie. Und wir haben hier so ein Auffanggefäß mit verschiedenen Abständen, wo also dann die Verteilung der verschiedenen Geschwindigkeiten visualisiert wird. Schauen wir es uns mal an. Ich werde jetzt also hier gleich sozusagen die Temperatur hochdrehen. Und dann diesen Schieber hier öffnen. Und Sie sehen, hier fliegen jetzt Teilchen aus dem Rüttelmodell in diesen Auffangbecken. So, wir haben jetzt, damit es nicht so laut ist, die Rüttelplatte wieder ausgeschaltet. Was wir jetzt tun können, wir können jetzt sozusagen nach unten zoomen, unter diesen Auffangbecher. Und wir sehen hier die resultierende Verteilung. Wir haben das Experiment natürlich viel länger laufen lassen als jetzt eben in dem kurzen Film. Und man sieht hier sehr schön die Geschwindigkeitsverteilung. Also man sieht die Verteilung, wie weit sind die Kügelchen geflogen. Und das entspricht eben der Geschwindigkeitsverteilung der Kügelchen in diesem Gasmodell. Und es entspricht letztlich in etwa der Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Am idealen Gas hatten wir jetzt schon gesehen, dass also im thermodynamischen Gleichgewicht die Gasteilchen eine gewisse Energie haben. Und dazu gibt es eine wesentlich allgemeinere Aussage, nämlich den sogenannten Gleichverteilungssatz oder auch das sogenannte Äquipartitionstheorem. Und das sagt das ganz allgemein, also nicht nur im idealen Gas, für Systeme im thermischen Gleichgewicht gilt, dass jeder Freiheitsgrad eine Energie von 1/2 K-Boltzmann mal T hat, pro Teilchen. Und da können wir uns einige Beispiele anschauen. Das erste Beispiel ist, wie gesagt, das ideale Gas. Da ist also hier die Aussage, das ideale Gas hat ja keinerlei Wechselwirkung. Es hat also nur kinetische Energie. Und die kinetische Energie beträgt 3/2 N K-Boltzmann T. N war ja die Anzahl der Atome oder Moleküle. Und mit anderen Worten, also jedes Gasatom hat 3 Freiheitsgrade
Und die Frage ist jetzt, welche sind das? Und das ist natürlich einfach die Bewegung in X, Y und Z. Und die Bewegung in X, Y und Z ist unabhängig, also unabhängige Freiheitsgrade. Und in jedem davon steckt ein halb Carboltz-Mantier-Energie. Insgesamt also für jedes Gasteilchen 3/2 kT. Und wenn ich dann also N davon habe, dann sind das 3/2 N mal Carboltz-Mantier. Im Festkörper gibt es jetzt mehr Freiheitsgrade. Und zwar kann ich mir für den Festkörper wieder überlegen, hier sitzen ja die Atome oder Moleküle wieder an so Gitterplätzen. Und an diesen Gitterplätzen gibt es Bewegung. Die können ja thermisch sich hin und her bewegen. Hier so ganz schematisch mal gezeigt. Und gleichzeitig sitzen die da aber fest. Sie sitzen also so ein bisschen so, als würden sie von Federn festgehalten. Sie haben also auch eine potenzielle Energie. Die Gesamtenergie ist dann hier im Mittel gegeben durch die mittlere kinetische Energie und die mittlere potenzielle Energie. Und da habe ich also 3 Freiheitsgrade der Bewegung in X, Y und Z und 3 Freiheitsgrade der Vibration, also 3 Federfreiheitsgrade, wenn Sie so wollen. Ich habe also insgesamt 6 Freiheitsgrade. Nach dem Gleichverteilungssatz kriegt jeder 1/2 kT, also N, wenn es N Moleküle sind, N Atome im Festkörper, komme ich also insgesamt 3 mal N mal Carboltz-Mantier. Und das kann ich auch schreiben als 3 N Tilde. N Tilde ist wieder die Anzahl der Mole, mal R mal T. Und die Freiheitsgrade, also hier zur Erinnerung, ist einmal die XYZ-Bewegung und dann zusätzlich eben noch die Vibration oder Schwingung in X, Y und Z. Die Aussage ist also, dass ein Festkörper im thermodynamischen Gleichgewicht insgesamt 3 mal Anzahl der Mole mal RT an Energie, an thermischer Energie in sich hat. Und das liegt daran, dass eben dort 6 Freiheitsgrade sind, 3 der Bewegung und 3 der Schwingung. Und ich kann dann die sogenannte molare Wärmekapazität betrachten. Das ist in der Regel C mol. Das ist also dann einfach geteilt durch die Anzahl der Mole. Und eine Wärmekapazität ist immer gegeben als Ableitung der Energie nach der Temperatur. Und in dem Fall bei konstantem Volumen, das sind jetzt Details, in die wir in dieser Vorlesung nicht weiter einsteigen wollen. Also das hier nur kurz als Definition. Und das kann ich aber sehen, also wenn ich hier diese durch die Anzahl der Mole teile und dann nach der Temperatur ableite, bekomme ich einfach 3 mal R. Das ist also einfach eine Konstante und das sind also ungefähr 24,9 Joule pro Mol und Kelvin. Und hier unten sehen Sie schon Messwerte für ganz unterschiedliche Festkörper. Und hier unten ist also dieser Wert 3R. Und Sie sehen, das kommt ganz gut hin. Und diese Beziehung, oder beziehungsweise diese Beobachtung, dass ungefähr die molare Wärmekapazität für unterschiedliche Festkörper eben etwa 3R ist, geht auf diese Herren dort Dulong und Petit zurück und nennt sich auch den Regel oder Gesetz von Dulong und Petit. Vorsichtig muss man hierbei sein, das gilt streng genommen nur annäherungsweise und auch nur für genügend hohe Temperaturen. Bei niedrigen Temperaturen gibt es dann ein Phänomen, das sich Einfrieren von Freiheitsgraden nennt. Das wollen wir jetzt hier in dieser Vorlesung nicht näher besprechen. Aber diese Regel von Dulong-Petit gilt also nur bei hohen Temperaturen und eben auch nur näherungsweise. Und die Abweichungen bei tiefen Temperaturen sind durchaus sehr spannend und in der Geschichte der Physik ganz wichtig gewesen. Ich habe für Sie noch eine letzte Anwendung des Gleichverteilungssatzes, und zwar hier angewandt auf molekulare Motoren. Hier ist ein kleines Video. Hier sieht man also eine Animation natürlich eines molekularen Motors, der so ein großes Vesikel hinter sich herzieht. Das sind also typische Prozesse, die in der Zelle ablaufen. Es gibt da also so eine Art Straßen, das Zytoskelett. Und da gibt es tatsächlich Motoren, die darauf langlaufen und Sachen tatsächlich transportieren. Und jetzt kann ich mich fragen, was für
Kräfte muss denn so ein molekularer Motor aufbringen, um in dieser Zelle umherzulaufen? Und eine Überlegung ist, ich muss ganz sicher die thermische Bewegung überwinden. Ja, es gibt also diese Stöße mit dem Medium, es gibt also diese thermische Brownsche Bewegung. Und wenn die sozusagen stärker ist als der eigentliche Motor, dann wird dieser Motor letztlich nicht vorankommen. Die Überlegung ist hier folgendes. Diese molekularen Motoren machen tatsächlich Schritte und ich kann mir überlegen, dass die Schrittweite eben durch die typischen molekularen Dimensionen von so einem Motor, die kann man auch mit Einzelmolekülmethoden tatsächlich vermessen, aber wir wollen hier wirklich so ein ganz grobes Argument machen, da bekomme ich also irgendwie eine Schrittweite Delta X von ungefähr 1 Nanometer. Das kann also für verschiedene Motoren durchaus ein bisschen unterschiedlich sein und das ist sozusagen die Größenordnung. Also ich laufe hier irgendwie entlang des Zytoskeletts, diese Koordinate nennen wir mal X und dieser Motor läuft in diskreten Schritten und die sollen so größenordnungsmäßig 1 Nanometer sein. Wenn der Motor jetzt entlang des Zytoskeletts läuft mit Schritten, die also irgendwie Delta X Größenordnung 1 Nanometer sind, dann entspricht das jeder Schritt einer Arbeit, die der Motor verrichtet und Arbeit war ja Kraft mal Weg, die ist also gegeben als F mal Delta X. Das ist jetzt also eine Arbeit oder Energie und diese Arbeit oder Energie soll größer sein als K-Boltzmann T. Das ist nämlich die thermische Energie und ich hätte jetzt hier auch ein halb KT schreiben können, streng genommen, ich habe also einen Freiheitsgrad entlang X, das hat ja ein halb KT, aber ich will also Faktoren von halb hier einfach weglassen, weil es mir wirklich hier einfach um die Größenordnung geht. Und jetzt ist also die Überlegung, welche Kräfte brauche ich? Ich möchte also gegen diese thermische Bewegung ankommen, dann brauche ich also irgendwie Kräfte, die sind dann einfach, kann ich umstellen gegeben, und das soll also größer sein als K-Boltzmann T geteilt durch Delta X. Und jetzt kann ich hier einsetzen, und zwar K-Boltzmann T in Einheiten, die in der molekularen Biophysik extrem nützlich sind, ist K-Boltzmann T 4 Piconewton Nanometer bei Raumtemperatur. Das ist also einfach umgerechnet, die Boltzmann-Konstante und so etwas wie 300 Kelvin umgerechnet. Da komme ich also auf 4 Piconewton Nanometer und das muss ich jetzt durch diese Schrittweite von etwa 1 Nanometer teilen und dann bekomme ich also hier ungefähr 4 Piconewton. Und wie gesagt, also es geht mir nicht um den genauen numerischen Wert. Was ich also hier letztlich sagen will, ist, die typischen Kräfte, die ich benötige, um gegen die thermische Bewegung anzukommen, also sind eben im Bereich, also ich benötige Kräfte im Piconewton-Bereich, um gegen die thermische Bewegung anzukommen. So, wir hatten jetzt mikroskopische Motoren und jetzt wollen wir uns mit einer sehr allgemeinen Beziehung beschäftigen, die insbesondere auch bei makroskopischen Motoren wichtig ist, dem sogenannten ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Der erste Hauptsatz sagt, dass die Änderung der inneren Energie eines Systems gleich der Summe der ihm netto zugeführten Wärme und der ihm netto zugeführten Arbeit ist. Die innere Energie ist so in etwa das, was wir vorhin E-Gesamt bezeichnet hatten, wird üblicherweise mit U bezeichnet. Delta U ist dann die Änderung und die Wärme wollen wir immer Q nennen und wir können auch Delta Q schreiben, also eine Änderung der Wärme und wir können auch Delta W schreiben, also eine Änderung der Arbeit. Es gibt hier sozusagen eine Vorzeichenkonvention. Delta Q kann also Delta Q kann größer als 0 sein oder kleiner als 0 sein. Wenn es größer ist, bedeutet das, dem System wird Wärme hinzugeführt. Und wenn die Delta Q kleiner 0 ist, dann wird Wärme abgeführt in diesem Prozess. Und genauso gibt es hier für die Arbeit zwei Vorzeichen. Die Änderung der Arbeit kann größer 0 und kleiner 0 sein. Und hier bedeutet auch wieder größer 0 dem System
wird Arbeit zugeführt. Dann würde ich auch sagen, man verrichtet Arbeit am System und dann entspricht eben der Fall kleiner 0 im Fall, dass das System Arbeit verrichtet. Und historisch ging es da vor allem um die Äquivalenz zwischen Wärmeenergie und mechanischer Energie. Und darum haben sich diese beiden Herren verdient gemacht. Der erste ist Benjamin Thompson, der später zum Graf Rumford ernannt wurde. Er hatte ein sehr interessantes und sehr bewegtes Leben. Er ist geboren in Massachusetts, also den heutigen USA, allerdings noch vor Gründung der USA. Er war dann Offizier in der britischen Armee und kam schließlich auch nach München, wo er lange gearbeitet hat, in leitender Position. Er hat also die bayerische Armee neu aufgestellt und restrukturiert, hat dafür auch den sogenannten englischen Garten angelegt. Den kennen wir in München natürlich immer noch. Und ihm ist aufgefallen, dass beim Ausbohren von Kanonenrohren enorm viel Wärme frei wird. Und zwar mehr Wärme, als man mit den damaligen Vorstellungen von Wärme erklären konnte. Und ihm ist letztlich also zunächst als erster diese Äquivalenz von Wärmeenergie und mechanischer Energie aufgefallen. Allerdings hat er das noch nicht so ganz ordentlich quantifiziert. Das hat dann dieser Herr hier gemacht, James Joule. Der hat tatsächlich dann quantitativ das sogenannte Wärmeäquivalenz bestimmt, mit einem Apparat, der hier schematisch gezeichnet ist. Und auch da haben wir ein kleines Experiment vorbereitet als Video. Das mechanische Wärmeäquivalent. In diesem Versuch wird die spezifische Wärmekapazität von Wasser bestimmt. Dazu werden 60 Milliliter Wasser in einen Kupferbehälter gefüllt und die Temperatur des Wassers gemessen. Nun wird der Behälter an einem Motor befestigt und ein Kupferband wird darum gewickelt. Am Ende des Bandes wird ein 5 Kilogramm schweres Gewicht angebracht. Durch das Einschalten des Motors dreht sich der Zylinder 200 Mal bis zum Ausschalten, während das Band durch das Gewicht fixiert wird. Pro Umdrehung reiben 30 cm Band an dem Zylinder und wandeln die gegen die Reibung aufgewendete Arbeit in Wärmeenergie um. Die Rotation simuliert ein Anheben des Gewichts um 60 Meter. Im Idealfall ist die dafür notwendige mechanische Energie jetzt vollständig in thermische Energie umgewandelt worden. Daraus lässt sich die spezifische Wärmekapazität des Wassers bestimmen. Ein typisches und klassisches, wenn Sie so wollen, System, an dem man sich die Beziehung des ersten Hauptsatzes deutlich machen kann, ist Gas in einem Kolben. Und das wollen wir jetzt betrachten. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben einen Kolben. Hier soll also irgendwie so ein Stempel drin sein. Den kann ich also hier rein und raus schieben. Hier soll eine Kraft auf diesen Stempel wirken. Der Stempel hat eine Querschnittsfläche A. Hier in diesem Kolben sollen sich Gasmoleküle befinden bei einem Druck P. Und jetzt kann ich folgende Situation haben. Ich kann also den Kolben da reinschieben. Oder ich kann ihn eben rausziehen. Es gibt also die Fälle, dass ich eine Volumenänderung habe, die größer 0 ist. Und zwar, es geht hier also immer um das Volumen des Gases. Dann ist die Arbeit kleiner 0. Das Gas expandiert also.
und es verrichtet Arbeit. Das ist also der Fall, das Gas expandiert und schiebt sozusagen meinen Kolben vor sich her. Dann kann ich aber auch die Situation haben, dass die Volumenänderung kleiner 0 ist. Die Arbeit ist dann größer 0. Das Gas wird komprimiert. Und Arbeit wird am System verrichtet. Jetzt kann ich mir überlegen, was denn diese Arbeit sein muss. Und da ist eben folgende Überlegung sehr nützlich, die wir ja schon häufiger angestellt haben. Kraft ist ja gerade gegeben durch den Druck mal die Fläche. Und jetzt kann ich hier erstmal vom Betrage her, also eine kleine Änderung, und jetzt will ich also hier das Vorzeichen erstmal ignorieren, sondern einfach den Betrag betrachten. Eine kleine Änderung der Arbeit ist dann also gegeben durch die Kraft, die entlang dieser x-Koordinate, diese Koordinate soll meinetwegen x heißen, wirkt mal die Verschiebung des Kolbens um eine kleine Strecke Delta x. Und das ist natürlich gerade p mal a mal Delta x. Und das ist gegeben als p mal dv. Und das ist, wie gesagt, vom Betrage her. Und wenn ich jetzt also eine größere Änderung habe, also nicht nur so ein kleines dx, dann muss ich integrieren. Dann kann ich also sagen, dass meine die insgesamt verrichtete Arbeit ist dann das Integral von v1 nach v2. Und wenn ich die Vorzeichen richtig betrachte, muss ich ein Minus davor, p mal dv. Und die Vorzeichen schauen wir uns gleich noch näher an. Was ich jetzt noch ganz kurz Ihnen vorrechnen will, ist der sogenannte isotherme Fall. Also der Fall T gleich konstant. Da muss ich also hier, ist meine Arbeit W gegeben als minus das Integral V1 nach V2, das ist also das Volumen zum Anfang und das Volumen am Ende des Vorgangs, P dV. Und jetzt kann ich dieses ideale Gasgesetz benutzen, wenn ich also das Gas im Kolben als ideales Gas nähere, und dann kann ich einfach einsetzen, was ich für P habe, wenn ich das ideale Gasgesetz umstelle. Dann kriege ich also hier minus ein Integral V1 nach V2. Und jetzt P ist die Anzahl der Mole mal RT geteilt durch V. Und integrieren muss ich nach wie vor nach V. Und dann muss ich also, die Anzahl der Mole RT sind alles Konstanten, die kann ich aus dem Integral rausziehen. Ich muss also einfach 1 durch V dV integrieren. Und das wissen wir, das ist der Logarithmus. Anzahl der Mole RT mal den Logarithmus von V1 geteilt durch V2. Und da habe ich also sozusagen den Bruch schon gleich so gemacht, um das Minus zu absorbieren. Und da sehe ich also, wenn V1 größer ist als V2, dann haben wir also eine Kompression, dann wird die Arbeit größer 0. Und wenn andersrum V1 kleiner ist als V2, ich also das Gas expandiere, dann ist die Arbeit kleiner 0. Gut, jetzt wollen wir uns mal verschiedene Vorgänge eines idealen Gases im Kolben anschauen, wie das da aussieht mit Arbeit und Volumenänderungen. Und dazu habe ich hier diese PV-Diagramme mitgebracht. Wir haben ja gesehen, die Arbeit ist also PdV mit einem Minuszeichen und die muss ich integrieren. Mit anderen Worten, ich kann die Arbeit also immer ablesen einfach als das Integral in diesem PV-Diagramm. Der einfachste Fall ist der sogenannte Isochore-Prozess. Das ist also hier. Da ist das Volumen konstant, da gehe ich also hier zum Beispiel von einem Zustand bei einem gewissen V1 mit P1 zu einem anderen Zustand bei einem neuen Volumen, das aber eben gleich sein soll, weil es eben konstant sein soll, und einen neuen Druck P2. Und also ich laufe hier entlang und das Integral ist natürlich unter dieser Kurve ist 0 und also hier wird keine Arbeit verrichtet, wenn ich das Volumen nicht ändere. Der nächste Fall ist der sogenannte isobare Fall. Da habe ich also P gleich konstant. Und da kann ich also, wenn ich hier meinetwegen wieder anfange und hier ende, aber ich könnte auch andersrum laufen, dann sehe ich also hier relativ einfach, die Fläche unter der Kurve ist sehr einfach zu berechnen,
weil ja eben der Druck konstant ist. Und dann ist die Arbeit einfach gegeben durch minus P mal Delta V. Und ich kann also jetzt hier so ein griechisches Delta und kein dV schreiben, weil also ich hier die endliche Änderung einfach nehmen kann. Also Delta V ist V2 minus V1. Interessanter ist dieser isotherme Fall, den wir eben schon betrachtet haben. Da habe ich hier eine sogenannte Isotherme. Das sind also Punkte im PV-Diagramm, die der gleichen Temperatur des idealen Gases entsprechen. Und hier muss ich jetzt wirklich integrieren. Und das Integral habe ich Ihnen ja gerade schon vorgeführt. Die Arbeit ist also hier gegeben durch die Anzahl der Mole RT mal der Logarithmus des Verhältnisses V1 durch V2. Und hier oben habe ich nochmal zur Erinnerung die Vorzeichen. Also hier, wenn V1 größer ist als V2, dann komprimiere ich das Gas und dann ist eben die Arbeit größer 0. Und wenn ich andersrum hier, also V2 größer ist als V1, dann expandiert das Gas und dann ist die Arbeit kleiner 0. Hier haben wir ein schönes Experiment mit Gas in einem Kolben. Es ist letztlich eine Visualisierung des Gesetzes von Bolle-Mayotte. Hier haben wir ein Druckmessgerät ganz links, das ist also hier erstmal jetzt so schematisch gezeigt. Dann haben wir hier in der Mitte den Kolben und rechts haben wir eine Vorrichtung, wo wir den Kolben bei unterschiedlichen Volumina einstellen können. Und dann gibt es noch eine Messapparatur, die diese Daten hier ausliest und digitalisiert. Was wir jetzt hier gleich machen werden, wir werden mit einem gewissen Volumen an Luft beginnen und wir haben hier den Druck gemessen. Das ist, denke ich, noch Atmosphärendruck in etwa. Und jetzt werden hier ganz langsam diese zusätzlichen Abstandsstücke eingesetzt. Und zwar ist es wichtig, dass das langsam geschieht, damit nämlich die Temperatur Zeit hat, sich anzugleichen. Also dass es ein isothermer Prozess ist. Soll also hier immer im thermischen Gleichgewicht sein, der Kolben. Wir sehen also, je mehr Stücke ich da einsetze, desto größer wird das Volumen des Gases im Kolben, desto kleiner wird aber der Druck, weil der Kolben natürlich abgeschlossen ist. Also die Gesamtmenge des Gases ist konstant. Und ich sehe hier auch schon in diesem Diagramm die Messwerte erscheinen. Und was wir gleich hier zu guter Letzt tun, wir werden also hier so eine Ausgleichsfunktion durchlegen, nämlich einfach die Funktion 1 durch x. Und das ist also gerade das Gesetz von Bolle-Mayotte, dass eben der Druck dann invers proportional ist zum Volumen. Und hier sieht man also, diese Funktion passt sehr gut. Zu guter Letzt gibt es hier noch den sogenannten adiabatischen Fall. Das ist also eine Änderung, die in der Regel zum Beispiel so schnell geht, dass es keinen Austausch von Wärme gibt. Und dieses keinen Austausch von Wärme kann man auch als Delta Q gleich 0 schreiben. Und da sehe ich hier, und das mache ich jetzt hier ohne große Herleitung, dass ich zwischen verschiedenen Isothermen wandere. Ich habe also hier einmal eine Isotherme bei einer hohen Temperatur, T hoch. Und die blaue Kurve ist also eine Isotherme bei T tief. Die Arbeit, die hier verrichtet wird, und das will ich jetzt nicht rechnen, wäre also wieder das Integral unter dieser Kurve. Und ich sehe aber hier, wenn ich komprimiere, wenn ich also zu geringerem Volumen gehe, dann gehe ich zu einer höheren Isotherme, also zu einer höheren Temperatur. Und wenn ich das Gas expandiere adiabatisch, dann komme ich zu einer niedrigen Temperatur. Und das kann durchaus ganz dramatisch sein. Schauen Sie sich es mal im Video an. Das Druckluftfeuerzeug. Für den Versuchsaufbau benötigen wir ein Reagenzglas sowie einen mit dem Glas luftdicht abschließenden Zylinder, an dessen Ende mit Öl betupfte Watte befestigt ist. Wird der Zylinder schnell genug in das Glas hineingedrückt, verdichtet sich die Luft rapide. Es kommt zu einem Druck und aufgrund der adiabatischen Zustandsänderung zu einem Temperaturanstieg. Die entstandene Hitze reicht aus, um die Watte zu entzünden und bei geeignetem Brennmaterial eine Explosion zu verursachen. Der erste Hauptsatz sagt uns, dass es nicht möglich ist, Energie aus dem Nichts zu erzeugen. Es gibt also insbesondere keine Maschinen, die
immer weiterlaufen ohne irgendwelchen Input von Energie. Das wären sogenannte Perpetuum mobiles der ersten Art und dabei vielleicht sogar noch irgendwie Nutzenergie freisetzen. Sehe so ein berühmtes Bild oder eine optische Illusion von M.C. Escher. Und das ist also hier ein Wasserfall, der auf ein Wasserrad fällt. Und das Wasserrad pumpt aber dann hier in diesem Bild dann irgendwie gleichzeitig das Wasser wieder nach oben. Und ein solches Gerät gibt es natürlich nicht. Weil es in der Realität immer irgendwo Reibungsverluste gibt, gibt es schon keine Maschine, die einfach immer weiterläuft, ohne Energiequelle. Und es gibt überhaupt schon mal keine Maschine, die also von alleine läuft und dabei noch Nutzenergie. Also in diesem Beispiel wäre also in diesem Häuschen, wo das Wasserrad irgendwie verankert ist, dass man damit jetzt auch noch irgendwie eine Mühle betreibt. Solche Maschinen nennen sich Perpetuum mobilis erste Art und der erste Hauptsatz sagt, dass es sie nicht gibt. Nun gibt es aber ganz viele Maschinen, die es nach dem ersten Hauptsatz sehr wohl geben könnte, die also die Energieerhaltung nicht verletzen, von denen wir aber wissen, dass es sie trotzdem nicht gibt. Ein schönes Beispiel wäre dieser Versuch zum Wärmeäquivalent. Nach dem ersten Hauptsatz wäre es ja völlig in Ordnung, wenn sich dieses Wärmebad abkühlt und plötzlich das Gewicht hochkurbelt. Ja? Dann käme also irgendwie die Energie aus der Wärme der Flüssigkeit als Wärmeenergie und würde dann umgewandelt in mechanische Energie. Wir wissen aber alle, das wird nicht passieren. Es gibt den umgekehrten Vorgang, man kann ein Gewicht, Schwerefeld der Erde sinken und damit Wasser erwärmen. Der umgekehrte Fall wird niemals stattfinden. Und überhaupt wissen Sie bei ganz vielen Prozessen ganz intuitiv, in welche Richtung Sie ablaufen können. Dazu hier auch ein kleines Video. Wir sehen also, wir wissen intuitiv, in welche Richtung Prozesse ablaufen und wir wissen auch intuitiv, dass es keine Maschinen gibt, die zum Beispiel Wasser abkühlen und ein Gewicht hochkurbeln, ohne irgendetwas anderes zu tun. Und das auszuformulieren ist letztlich die Aussage des zweiten Hauptsatzes. Und zwar gibt es da relativ unterschiedliche Aussagen, die sich aber alle als äquivalent herausstellen. Eine mögliche Formulierung ist, es ist unmöglich, eine zyklisch arbeitende Maschine zu konstruieren, die keinen anderen Effekt bewirkt, als Wärme aus einem Reservoir aufzunehmen und eine äquivalente Menge an Arbeit zu verrichten. Eine andere Aussage ist, es gibt keinen Prozess, bei dem nur Wärmeenergie von einem kälteren auf einen wärmeren Gegenstand übertragen wird. Also ein solcher Prozess ist unmöglich. Das Umgekehrte passiert von alleine. Wenn Sie einen wärmeren Gegenstand in Kontakt haben mit einem kälteren Gegenstand, wird Wärme vom wärmeren auf den kälteren Gegenstand übertragen. Es gibt aber keinen Prozess, der sozusagen das umkehrt, ohne noch irgendetwas anderes zu machen. Und um das Ganze etwas quantitativer zu betrachten, gibt es folgende Formulierung. Und zwar kann man eine Größe einführen, die sogenannte Entropie. Das ist ein Maß für Unordnung. Und die Aussage hier, dieser Formulierung des zweiten Hauptsatzes, ist es, dass die Entropieänderung eines reversiblen Prozesses gegeben ist, Delta S, das soll also die Änderung der Entropie sein, ist Delta Q reversibel, das ist also der Wärmeübertrag für den reversiblen Prozess, geteilt durch T. Und das kann ich auch nochmal anders schreiben, nämlich ich kann auch schreiben, Delta S ist größer als Delta Q irreversibel, geteilt durch T, also mit anderen Worten für einen irreversiblen Vorgang, für einen unumkehrbaren Vorgang, nimmt die Entropie zu. Und dann ist also hier auch die Aussage, bei einem irreversiblen Prozess nimmt die Entropie des Systems oder des Universums ganz allgemein zu und es gibt keinen Prozess, bei dem die Entropie des Universums abnimmt. Wir haben jetzt diese Größe Delta S eingeführt, die Entropieänderung. Und diese Entropieänderung kann man auch mikroskopisch interpretieren. Und zwar geht diese Interpretation auf diesen Herrn hier zurück, Ludwig Boltzmann, der war auch mal Professor hier in der LMU. Und der hat folgende Aussage getroffen, und das ist also eine weitere Formulierung letztlich des zweiten Hauptsatzes, dass nämlich ein System, es kann irgendein System sein, wenn es
Groß Omega verschiedene mikroskopische Zustände hat, die diesen makroskopischen Zuständen entsprechen, so beträgt seine Entropie einfach K. Boltzmann, die Boltzmann-Konstante, die nach ihm benannt wurde, mal der Logarithmus dieser Anzahl der Zustände. Also einfach S ist gleich KB mal Logarithmus Groß Omega. Und man kann dann für einen Isotherm-Isochoren-Prozess, also einen Prozess, der bei konstanter Temperatur abläuft und bei konstantem Volumen, die sogenannte freie Energie einführen. Die heißt dann häufig auch F, oder also Änderungen davon sind dann Delta groß F. Und das ist die Änderung der inneren Energie, Delta U minus T mal Delta S, wobei Delta S die Änderung der Entropie ist. Und dann gilt ganz allgemein, dass also wenn Delta F die Änderung dieser freien Energie kleiner 0 ist, dann läuft der Prozess spontan ab. Und wenn für irgendeinen Prozess diese Änderung größer 0 ist, dann läuft er eben nicht spontan. Und diese Entropiedefinition über die mikroskopischen Zustände ist sehr, sehr mächtig. Damit kann man also ganz viele Sachen ausrechnen. Und hier wollen wir nur so ein ganz einfaches Beispiel zeigen, wo wir also wieder ein ideales Gas haben mit verschiedenen Teilchen, die jetzt in irgendeinem Gefäß, einem Kasten, wenn Sie so wollen, sind. Und in diesem Kasten soll es eine Trennwand geben, die aber ein Loch hat, sodass also jedes Teilchen entweder links oder rechts im Kasten ist. Und wir werden sehen, wenn man also zum Beispiel mit allen Teilchen auf einer Seite anfängt, dann wird sich automatisch ein Gleichgewicht einstellen. Und dazu haben wir eine kleine Computersimulation. Hier haben wir eine Simulation von Teilchen in so einem Kasten, der also eine linke und eine rechte Seite hat. Das ist unten rechts visualisiert. Und wir starten mit allen Teilchen auf der linken Seite. Und jetzt, wenn wir Start drücken, fangen also diese Teilchen an, sich zu bewegen. Sie machen eine Molekularbewegung, ähnlich einem idealen Gas. Und man sieht also oben da diese Zahlen, das sind also die Zahlen jeweils links und rechts. Und man sieht, das gleicht sich relativ schnell an. Und unten links in dem großen Fenster sieht man blau die aktuelle Verteilung, ein bisschen in der Zeit gemittelt, und in Rot sieht man die Verteilung, die man erwarten würde. Und hier ist es natürlich so, dass der Zustand mit der größten Entropie gleich viele Teilchen links und rechts hat, weil da gibt es die meisten Möglichkeiten, diese Teilchen aufzuteilen. Und der Zustand, mit dem wir begonnen haben, der hat sehr niedrige Entropie, da waren alle Teilchen auf einer Seite, und das ist dann sozusagen ein Zustand großer Ordnung. Wenn wir das jetzt hier gleich nochmal etwas schneller drehen, dann sieht man, dass sich die blaue Kurve, die also sozusagen den aktuellen Zustand beschreibt, nach und nach der roten Kurve, die Verteilung, die man erwarten würde, annähert. Kommen wir zu einer Zusammenfassung. Wir hatten zunächst einige Begrifflichkeiten geklärt. Wir hatten gesagt, dass Thermodynamik Stoffe als Kontinuum betrachtet und sie mit makroskopischen Zustandsgrößen beschreibt. Und die wichtigsten davon sind Druck P, Volumen V und Temperatur groß T. Die statistische Mechanik schaut sich zum Teil ganz ähnliche Systeme an oder die gleichen Systeme. Sie geht aber aus einer anderen Betrachtungsweise vor. Sie kommt nämlich von der Mikroskopie und schaut sich also die einzelnen Teilchen an und beschreibt die Teilchen dann mit statistischen Methoden. Wir hatten gesehen, dass Wärme einfach ungeordnete Molekülbewegung ist. Wärmeenergie ist die kinetische Energie, die in dieser ungeordneten Molekülbewegung steckt. Und Temperatur ist einfach ein lineares Maß für die mittlere kinetische Energie der ungeordneten Molekülbewegung. Wir hatten zunächst den nullten Hauptsatz kennengelernt, der sagt, dass wenn also zwei Körper im thermodynamischen Gleichgewicht mit einem dritten sind, dann sind sie auch mit sich selbst im Gleichgewicht, und das ermöglicht letztlich die Konstruktion eines Thermometers und Temperaturmessungen. Temperaturmessungen benutzen häufig Längenausdehnung, und da hatten wir also diese linearen Zusammenhang der relativen Längenänderung mit der Temperatur kennengelernt. Da gibt es eben diese thermische Längenausdehnungskoeffizienten. Ganz ähnlich gibt es thermische Volumenausdehnungskoeffizienten.
Allgemein braucht man für eine Temperaturskala 2 Referenzpunkte und eine Einteilung in Untereinheiten. Die Skala, die Sie wahrscheinlich alle kennen und benutzen, geht auf Anders Celsius zurück, mit dem kleinen Trick, die Richtung umzudrehen, von Carl von Linné. Der benutzte kochendes und Eiswasser als Referenzpunkte in 100 Untereinheiten. Und es gibt eben auch die sogenannte Kelvin-Skala, die gleichen Untereinheiten verwendet, aber einen anderen Nullpunkt, und zwar den absoluten Nullpunkt, den wir kennengelernt hatten als der Punkt, wo der Druck eines idealen Gases null wird. Und der entspricht eben minus 273,15 Grad Celsius. Wir hatten uns das ideale Gas relativ genau angeschaut. Die Vorstellung ist dabei, dass also irgendwie Teilchen durch die Gegend fliegen, Gasatome, Gasmoleküle, die keinerlei Wechselwirkung haben, außer Stöße mit anderen Gasmolekülen oder mit der Wand des Gefäßes, und die eben in so einem Volumen V dann mit einem Druck P und einer Temperatur T sind. Und wir hatten die Zustandsgleichung des idealen Gases kennengelernt. PV ist gleich N Carbolzmann T. Das kann man auch umschreiben mit der Anzahl der Molen und dieser idealen Gaskonstante. Und wir hatten gesehen, da gibt es also ganz unterschiedliche Formulierungen, je nachdem, nach welcher Größe man umstellt und welche Größe man konstant hält. Wir hatten gesehen, dass insbesondere im Gleichverteilungssatz die mittlere kinetische Energie eines Gasteilchens, also ein halb M, V Quadrat, und zwar V gemittelt Quadrat, 3/2 Carbolzmann T ist, weil eben jeder Freiheitsgrad 1/2 KT an Energie hat. Und es gibt hier 3 Freiheitsgrade, nämlich der X, Y und Z Bewegung. Der erste Hauptsatz sagt ganz allgemein, dass wenn ich ein System habe, das hat eine innere Energie, und die Änderung dieser inneren Energie ist dann letztlich die Bilanz aus Wärmeübertrag und Arbeitsübertrag. Und Q und W sind sogenannte Übertragungs- und Prozessgrößen, die sind sozusagen dafür da, um Buch zu führen, was geht an Energie rein, was kommt an Energie raus. Und die innere Energie, wie der Name schon sagt, ist ein Maß dafür, wie viel sozusagen Energie im Inneren vorhanden ist. Das kann zum Beispiel in der Bewegung eines idealen Gases sein, das könnte aber auch chemische Energie sein oder sowas. Der erste Hauptsatz ist letztlich eine Aussage über Energieerhaltung. Wir hatten aber gesehen, dass der erste Hauptsatz noch Prozesse zulassen würde, von denen wir wissen, dass es sie nicht gibt. Und dann hatten wir auch noch den zweiten Hauptsatz kennengelernt. Da gibt es verschiedene Formulierungen. Einer davon ist, man kann Wärme nicht vollständig in Arbeit umwandeln. Es geht also nicht, dass man zum Beispiel ein Reservoir einfach abkühlt und damit mechanische Arbeit generiert, die dann zum Beispiel eine Masse hebt oder so im Schwerefeld der Erde. Eine alternative Formulierung ist, dass in einem abgeschlossenen System die Entropie niemals abnimmt. Als Formel kann man schreiben, Delta S ist größer gleich Delta Q durch T. Das Gleichheitszeichen gilt für einen reversiblen Prozess und für irreversible Prozesse gilt das echt größer als. Und diese Entropie hat letztlich weitreichende philosophische Implikationen. Insbesondere kann man sich fragen, wenn das Universum ein abgeschlossenes System ist, dann wird es vielleicht irgendwann den Punkt geben, wo alles gleich verteilt ist, wo die Entropie maximiert ist und man spricht dann auch vom sogenannten Wärmetod. Und das könnte ein Endzustand des Universums sein. Und das hat schon Lord Kelvin, nachdem die Kelvin-Skala heißt, so formuliert, schon 1862. Although mechanical energy is indestructible, there is a universal tendency to its dissipation, which produces throughout the system a gradual augmentation and diffusion of heat, cessation of motion and exhaustions of the potential energy of the material universe. Also das Szenario ist hier, dass sich letztlich die Temperatur überall angleicht und dann alle Bewegungen, alle Prozesse zum Stillstand kommen und man spricht, wie gesagt, vom sogenannten Wärmetod des Universums. Wir sind uns ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Universum ein abgeschlossenes System ist, aber das ist sozusagen ein mögliches Szenario für das Ende des Universums, was allerdings sicherlich noch in sehr weiter Zukunft ist. Wir sehen uns nächste Woche. Machen Sie es gut.